Vor gut einem Jahr tauchte das Wort Corona zum ersten Mal in Fachmedien auf. Seitdem ist es uns immer näher gerückt. Ich kann mich noch gut erinnern, der erste Corona-Patient, der in Deutschland bekannt wurde, stammt aus meiner Heimatgemeinde Kaufering im Landkreis Landsberg am Lech. Er hatte sich angesteckt bei einer chinesischen Kollegin, die bei ein und derselben Firma gearbeitet hat. Soweit, so gut. Corona ist uns immer näher gerückt. Bis heute hält Corona, das Virus, uns in Atem. Und unsere Mobilität, sie wird mehr und mehr eingeschränkt. Ganz klar, dass das auch etwas mit unseren Gefühlen, mit unserem Herzen macht. Manchmal pendelt die Gefühlslage zwischen Depression und Aggression. Eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, sie lautet: Was haben wir aus dieser monatelangen Situation mit Corona gelernt? Wir haben gelernt, wenigstens ich, dass das Virus zu unserer Natur gehört. Ein Virus kommt nicht irgendwie von draußen auf uns zu. Ein Virus gehört zur Natur des Menschen. Wir tragen immer wieder Viren mit uns herum und es finden auch täglich Kämpfe statt in uns zwischen dem Virus und der Natur. Und jetzt sind wir gerade mittendrin in einem solchen Kampf und der Impfstoff, er ist wie ein Silberstreif am Horizont. Auch Gott, er ist kein Virus, aber er gehört mit in unsere Natur. Auch Gott ist nicht etwas, was von draußen auf uns zukommt. Er ist mittendrin in unserem menschlichen Leben. Da kann uns auch das Coronavirus keinen Strich durch die Rechnung machen. Wir haben ihn gefeiert, diesen Gott mitten im Leben, diesen Gott mittendrin bei uns. Gott wird Mensch, heißt das klassisch an Weihnachten. Wir nennen ihn auch den Immanuel, den Gott mit uns. Er geht mit uns. Auch wenn unsere Bewegungsfreiheit, unsere Kontakt- und Begegnungsfreiheit in diesen kommenden Tagen und Wochen eingeschränkt bleibt oder noch beschränkter wird, wir lassen uns die Beziehung untereinander und zu Gott nicht nehmen, denn er ist mit uns, er geht mit, auch wenn vieles bei uns zum Davonlaufen sein könnte. Davon, dass Gott mitgeht, bin ich mittendrin im Leben und davon bin ich fest überzeugt.